Willkommen zur zweiten Ausgabe der Martin Carter News. Auch diesmal stelle ich euch ein kreatives Projekt von mir vor, doch dazu später. In der ersten Ausgabe habe ich euch das Fanhörspiel Resident Evil Exordium vorgestellt. Als Biohazard Studio Team haben wir uns das Ziel gesetzt, die Resident Evil Spiele von Capcom in professionelle Hörspiele zu verwandeln. Den Anfang sollte das erste Spiel machen. So schrieb ich ein Drehbuch, doch letztendlich wurde es so lang, dass wir uns zu 4 Hörspielteilen entschieden. Um einen guten Hörgenuss zu liefern, versammelten wir eine Gruppe erfahrener Hörspielsprecher, wie Frauke Hemmelmann, Joschi Hayek, Miriam Röhmheld und Martin Sabel. Mittlerweile ist der erste Teil des Hörspiels eingesprochen und wird gerade geschnitten. Um zu zeigen, wie wir uns das Endprodukt vorstellten, schrieb ich 3 Kurzhörspiele zu Resident Evil, um neugierig aufs Hauptprojekt zu machen. Letzte Woche präsentierte ich euch Exordium und diese Woche die ersten Minuten aus Resident Evil Wolfsjagd. Wolfsjagd basiert auf dem gleichnamigen US-Comic von Wildstorm und erschien bei uns in Deutschland im GameX-Magazin Ausgabe 3. Ich habe das Comic als Kurzgeschichte adaptiert und deshalb kein reines Hörspiel, sondern eher ein Hörbuch geschrieben. Frauke Hemmelmann liest und spielt, doch um die Lebendigkeit zu verstärken, haben wir für die richtige Soundkulisse gesorgt. Das gesamte Hörbuch sowie mein Text als Kurzgeschichte stehen kostenlos auf www.biohazard-studio.de zum Download. Und nun viel Spaß bei Resident Evil Wolfsjagd. In der Cafeteria des Raccoon City College herrschte eine gemütliche Atmosphäre. Zahlreiche Studenten saßen zusammen und aßen, tranken oder redeten lautstark miteinander. Es wurde diskutiert über den Lehrstoff, die eigenen Probleme oder aktuelle Geschehnisse, wie die jüngsten schrecklichen Vorfälle auf dem College-Gelände. Wenn ich mir vorstelle, dass Julie hier auf dem Campus ermordet wurde. George meinte, sie fanden ihren Körper völlig ausgeweidet. Schrecklich. Und in Zeitungen steht nichts, weil sie eine Panik vermeiden wollen. Ergriffen schaute die blonde Rachel ihre beiden Begleiter an. Michelle schob sich die kleine, elegante Brille auf der Nase ein wenig tiefer. Dann blickte sie ihre Freundin über den Brillenrand hinweg an. Oh, Rachel, ich würde nicht alles glauben, was George so erzählt. Er liebt es zu übertreiben. Sowas kommt heute überall vor. Und nur weil es in deinem geliebten Raccoon City passierte, ist das doch nichts Besonderes. Auch wenn du aus einer Großstadt kommst, ist das noch lange nichts Alltägliches. Und das heißt nicht, dass es keine große Sache ist. Was, wenn hier am RCC ein gefährlicher Stalker herumläuft und es auf junge, hübsche Studentinnen abgesehen hat? Die Tatsache, dass die Cops eine Ausgangssperre verhängt haben, halte ich für eine gute Sache und werde sie befolgen. Rachel stemmte sich die Hände in ihre schlanken Hüften, um ihre Entscheidung bildlich zu verdeutlichen. Ausgangssperre? Wenn ich das schon höre, zum Teufel damit! Ich bin auf dem College, um mich zu amüsieren. Und das lasse ich mir nicht durch sowas vermiesen. Bei Gott, selbst in der Highschool gab es kein Ausgehverbot. Ohne sich einzumischen, hatte der 18-jährige Mike das Gespräch verfolgt. Und nun sah er seine Chance. Schließlich schwärmte er schon lange für die hübsche Rachel. Und nicht nur wegen ihrer langen, blonden Haare und den niedlichen Sommersprossen im Gesicht. Wegen ihr ließ er sich einen Kinnbart wachsen, trug ein lässiges Hemd und das Basecap nach hinten geschoben. Er wollte cool und erwachsen auf sie wirken. Keine Angst, Ladies. Big Mike beschützt euch. Ihr könnt beide bei mir übernachten. Rachel und Michelle fingen gemeinsam an zu lachen und Mike errötete peinlich berührt. Na klar, Big Mike, winkte Michelle ab. Träum weiter. Eher lasse ich mich von dem Killer aufschlitzen. Rachel drehte sich von ihm weg und ging mit Michelle zusammen Richtung Bibliothek. Mike blieb allein zurück. Weiter habe ich einen Lesetipp für euch. Und zwar Die Rückkehr von Captain Future, geschrieben von Edmund Hamilton und erschienen im Golconda Verlag. Das Interessante hierbei ist, dass es sich um unveröffentlichte Kurzgeschichten aus deutscher Sicht handelt. 4 Stück sind es an der Zahl. Besonders empfehlen kann ich die Geschichte Nerven aus Stahl, wo sich der Roboter Greg mit Depressionen auseinandersetzt und zum Psychiater geht. Das war schon wieder mit der News. Ich freue mich über Feedback oder Fragen oder Verbesserungswünsche. Bis zum nächsten Mal, euer Martin Carter.